So, Stroller. Okay. NPC-System ist ausgeprägt. Wie ihr seht, steht überall Wachen rum. Ein ausgeprägtes PvP-System an jeder Ecke des Dings. Ein Team Fortress-Spieler bei mir oben bei Steam. So. Dann ein Es Waffenkaufsystem. besitzt Achievements, die man freischalten kann, je nachdem, was man macht. Zum Beispiel habe ich hier Player vs. Enemy Achievement in Too Deep. Ja, ja, ein paar Headshots machen, ein paar Gegner töten, dann bekommt man Achievements in diesem Spiel, die fördern diese Punkte, die man bekommt in dem Spiel. Ich weiß selber noch nicht so genau, für was die Punkte da sind. Eventuell kannst du da der Suzuki mal erklären, wenn du es weißt. Auch wenn ich das wüsste, hätte ich es eben schon erklärt. Ich habe keine Ahnung, Man für was hat die da gewisse sind. Es wird auch. Startboni wie HP Ja. Regen, das habe ich leider jetzt nur noch. Vorhin hatte ich noch minus 5%. Was war das? Minus 5% Damage oder so. Jedenfalls, man stirbt am Anfang nicht so schnell. So, also eine kleine Art Noob-Schutz. Obwohl man ja Noobs nicht nach Noobs benennen soll. Nebenbei sieht man hier, bin jetzt gerade im Shop, sieht man hier das ausgeprägte Waffensystem. Kommt ganz nah an die Borderlands-Waffen ran. Irgendwie die Schrotflinte kommt mir aus Borderlands bekannt vor. Natürlich ist es nicht so wie bei Borderlands, dass hier Bug-Items oder so existieren. Oder nicht, dass ich wüsste. Dann Oder gibt's. kleine Viecher, die hier rumrennen, unter anderem Ja. Insekten, Dann Giftler. sieht man hier ein ausgeprägtes System von wegen. Ja, Quest, Crafting, man kann hier craften. Nein, das ist nicht Minecraft und auch keine Kopie von Minecraft. Nur weil es Craft beinhaltet, heißt es das nicht, dass es von Minecraft kopiert, da dieses Spiel schon vor Minecraft existiert hat. Nur, dass diese Anspielungen nicht mehr existieren. So, hast du jetzt noch irgendwie was zu sagen? Oder. Nö, also ich würde jetzt zu meinem Fazit kommen. Für mich ist das Spiel eine gelungene Abwechslung, aber für schwächere PCs ist es leider nichts, da hier ziemlich viele Menschen rumrennen und das wirklich ziemlich leckt an manchen Stellen. Sogar bei meinem PC ist er jetzt gerade nicht der schlechteste. Ist zum Beispiel der Spawn-Bereich, der Tutorial-Bereich Der Tod sehr. für jeden Rechner. Sehr tot, also da kommt wirklich jeder Rechner auf seine Kosten. Es ist wirklich nur am Laggen und in der Welt hier geht es gerade noch so, also es läuft gerade so flüssig. Das ist jetzt nicht wirklich ist jetzt nicht wirklich richtig flüssig, eher so ein leichtes Leck flüssig. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch davon ein Bild machen könnt. Jedenfalls Nö, gelungenes bei mir kann man Spiel, sich, glaube ich, ein Bild gute machen. Umsetzung, ja, gute Umsetzung, aber leider sehr eintönig. Ja, mein Fazit dazu ist, es ist ein lohnenswertes Spiel, was mehr oder weniger angespielt werden sollte von jedem. Also ich meine, es macht Spaß. Es ist, wenn man. Oh, Lex. Wenn man Leute nicht mag, sollte man das Spiel vermeiden, weil es ist wirklich brechend voll davon. Hoffentlich, da morgen der neue Realm kommt, am 25.8. 2011, nicht, dass das Video hier in einem Jahr noch geguckt wird und gedacht wird, hör, am 25. kommt neue Realm und so. Nein, 25.8.2011. Hoffe ich, dass der Server dann ein bisschen weniger laggt. Und ja, apropos, ich wollte noch mal ansprechen, die Premium-Sachen, dass die hier nicht overpowered sind oder so. Alles, was man sich per Premium in diesem Shop hier kaufen kann, kann man auch im Spiel erwerben. Also das Waffensystem, seht ihr, ist das gleiche wie in den Shops auch. Je nach Level werden die halt bei euch freigeschaltet. So könnt ihr sie so schon früher kriegen und so sind sie levelunabhängig. Schön und gut, aber ja, das ist relativ egal. Man kann auch Es Attachments und so weiter bringt kaufen, euch aber nichts, es also. bringt nichts. Außer vielleicht Premium, wenn ihr schnell an Geld oder schnell an irgendwas kommen wollt. Ich meine, 4,99 € zahle ich nicht für einen Monat Premium in so einem Leckspiel. Oder normal, okay, Deluxe Premium für 9,99 € würde ich auch gerade nicht empfehlen. Ihr kriegt da auch nicht bessere Stream-Möglichkeiten oder dass es schneller bei euch läuft oder so. Es lohnt einfach nicht. Es wird auch gezeigt, wenn ihr eine Mission beendet, wie viel Geld ihr am Ende einer Mission bekommen würdet, wenn ihr das oder dieses Premium habt.
Das ist nicht wirklich ein Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel 9 Dollar kriegt, würdet ihr mit dem maximalen Premium vielleicht 50 Dollar bekommen. Ist nicht viel, lohnt auch nicht wirklich. Da würde ich lieber auf irgendeine bereits gespielte Map gehen und einfach Loot einsammeln, bis es nicht mehr geht. Rausgehen, am NPC verkaufen und schon habt ihr mehr Geld als nach einer Mission mit Premium. Ja. Das Ja, war mehr oder weniger mein Fazit. für Leute, die dieses Spiel gerne runterladen möchten. Es hat, ich glaube, 5 GB. 5 GB, jo. Wir 5 posten dann auch Gigabyte. nochmal den Steam-Link darunter Wir und posten den den Steam-Link Homepage-Link. da. Das Spiel heißt, für die Leute, die suchen möchten, Ich schreibe es unten im Grindcraft. Chat. Er schreibt unten im Chat. Ich habe gerade den Namen vergessen. Grindcraft Bleed Out. So wird Der das Name. geschrieben, wenn alle das hier unten bei mir in der Ecke sehen. Crimecraft Bleed Out. Einfach das Video kurz stoppen, abschreiben und dann kann es auch schon losgehen. Und unsere Namen im Spiel, falls ihr uns irgendwann mal sehen solltet, ist Zuzuke, seht ihr oben bei mir in der Ecke. Und bei ihm ist es, ich sehe den Namen immer nicht. Das Ja. ist der Captain Klausi. Captain Also normalerweise Klausi. Captain Klausi, Klausi. es gibt, wenn wir gerade dabei sind, es gibt diese, ja, diese Titel, die man sich vor den Namen setzen kann, unter anderem für die Neulinge. Ich zeige das gerade mal, ob das bei mir noch geht. Ja, geht. Einfach den Titel wegnehmen. Steht da Newbie. Also Neuling. Nicht Noob? So, Wie die jetzt Beleidigung Noob? müsste bei mir Neuling stehen. Nein, steht immer noch Captain bei dir. Warte, ich geh mal kurz weg. Ja, jetzt wieder hin. Nee, steht immer noch Captain bei dir. Anscheinend nicht, aber Komisch. bestimmt läuft hier irgendwo ein Newbie rum. Komm. Nein. Da. Newbie. Sapo Kokas oder so. Wahrscheinlich Kokainsüchtige. Dann auch noch einen Ja, schönen doch. Gruß, Sapo, und ich würde sagen, wir beenden damit unser Ja, wir beenden damit unsere erstes Let's Aufnahme. Test und Und einmal nochmal. Nee, das ist das Tournament, das ist das, das ich hasse das, das ist momentan bei mir so drin, weil von einem anderen Spiel. So, einmal ein kleines Tschüss an alle. Und damit sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Vielleicht kommt noch ein zweiter Part, falls wir irgendwas Interessantes noch von dem Spiel sehen sollten. Was ich bitte nicht glaube. kommentieren, bewerten, Kritik, Vorschläge könnt ihr gerne an unser YouTube-Konto per PN schicken oder als Kommentar unten drunter, je nachdem, was ihr gerne haben wollt. Ich würde sagen, das war's von mir aus. Ja, Wünsche und euch noch einen außerdem schönen Tag, einen schönen nicht Abend. vergessen, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, einfach abonnieren. Dann wird schon hoffentlich wöchentlich, je nachdem wie viel Zeit haben, mindestens ein neues Video rauskommen. Wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, so täglich werden wir schon irgendwie was schaffen. Wir werden Ja. natürlich im Internet auch suchen, wenn ihr Spielvorschläge habt, so die wir uns mal angucken sollten oder so. Einfach drunter posten, Name, PN an den YouTube-Channel oder sonst was. So, das war es jetzt diesmal auch wirklich von mir. Nicht, dass ich wieder zu irgendeinem Schluss komme. So, Genau. dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.